Ich werde euch heute wieder 5 Bilder zeigen. Bilder, die auf den ersten Blick total harmlos und normal erscheinen. Doch jedes dieser Bilder hat eine extrem düstere und vor allem verstörende Geschichte. Eine grausame und verstörende Geschichte, welche euch das Bild nie wieder so ansehen lassen wird, wie ihr es beim ersten Mal angeschaut habt, wo ihr die Geschichte dahinter noch nicht kanntet. Und somit, was geht ab, Friends? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich extrem, dass ihr heute wieder dabei seid und wir uns heute wieder gemeinsam 5 Bilder mit verstörenden Hintergrundgeschichten anschauen. Deswegen würde ich sagen, bevor wir mit dem Video loslegen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Bild an. Und in dem Sinne, let's go. Es war der August im Jahr 2017 in Alabama, also in Amerika, als die 18-jährige Jolie Kellen gemeinsam mit ihrem Freund eine Wanderung startete. Sie hatten vor, an dem sogenannten Pinotti Trail in Alabama entlang zu wandern, welcher wunderschön ist und eine wundervolle Aussicht gibt. Ja, gemeinsam liefen sie dort durch die Gegend und dort schoss unter anderem ihr Freund dieses Bild von ihr. Wenn wir uns das Bild auf den ersten Blick anschauen, sehen wir diese wundervolle und wunderschöne Landschaft, schön mit dem Nebel über den Bergen, und im Vordergrund steht Jolie, das 18-jährige Mädchen. Und was wir nicht wissen, ist, dass dies das letzte Bild von ihr ist, wo man sie noch lebend sehen kann. Denn nur kurze Augenblicke später wurde sie von einer der vertrautesten Personen in ihrem Leben umgebracht. Und dreimal dürft ihr raten, von wem? Richtig, von ihrem Freund, der Mann, welcher gerade hinter der Kamera stand und noch dieses Foto von ihr schoss. Denn nur Augenblicke später schoss er ihr in den Hinterkopf und stieß sie von dieser 12 Meter hohen Klippe. Ein unglaublich tragischer Fall, denn wenn wir uns dieses Bild anschauen, wir sehen das Mädchen, wie sie auf dieser Klippe steht, wahrscheinlich in diesem Moment total glücklich war, diesen wunderschönen Moment mit ihrem Freund gemeinsam verbringen zu können und vor allem teilen zu können. Doch er hatte ganz andere Absichten und erschoss sie hinterrücks. Und zudem hat man herausgefunden, dass Jolie nur kurze Zeit, bevor sie diese Wanderung starteten, diesen Hike, dass sie ihrer Freundin eine Nachricht schrieb. Und zwar hatte sie ihr geschrieben: "Falls mir irgendetwas passieren sollte, du weißt, wo ich bin und du weißt, mit wem ich bin." Doch ihre Freundin hätte niemals gedacht, dass tatsächlich irgendetwas Schlimmes passieren wird. Es war der 28. Mai im Jahr 1980. Der damalige Star-Vulkanologe aus den Vereinigten Staaten, David A. Johnson, war gerade wieder auf einer Expedition und hatte vor, einen bestimmten Vulkan zu analysieren, Fotos von diesem zu machen und dann wieder einen Bericht darüber zu schreiben. Wie schon gesagt, er war einer der bekanntesten Geologen in den Vereinigten Staaten und war bekannt dafür, dass er sich extrem gut mit Vulkanen auskennt. Und am 18. Mai im Jahr 1980, gegen ca. 19 Uhr, wurde dieses Bild von ihm geschossen. Es war ein Bild, welches er mit Selbstauslöser aufnahm, und wir sehen ihn glücklich auf einem Stuhl sitzen, hinter ihm sein Campervan, und er war in der Nähe des Vulkans in Washington, denn er wollte gerade wieder einen Bericht und eine Dokumentation über den sogenannten Mount St. Helens machen. Ein Vulkan, welcher sich sehr, sehr nah an seinem damaligen Standort befand. Was die wenigsten wissen, wenn sie sich dieses Bild anschauen, ist, dass David A. Johnston keine 24 Stunden später nicht mehr am Leben war. Denn die Eruption des damaligen Vulkans Mount St. Helens zerstörte so gut wie alles im Umkreis von 48 Kilometern. Und unter anderem David und sein Van, sein Campervan und alles drumherum wurde von diesem Vulkan vernichtet. Und somit ist David der erste
Ja, Vulkanologe, der tatsächlich von einem Vulkan umgebracht wurde. Kurz vor seinem Tod war er noch mit einem Radionetz verbunden und konnte noch Radiosignale wegschicken. Und sein letzter Satz, bevor der Vulkan ihn schlussendlich verschlung, waren: Vancouver, Vancouver, das war's. Also im Englischen: Vancouver, Vancouver, this is it. Bei dieser Geschichte fangen wir wieder mit dem Bild an. Das heißt, ihr dürft das Bild zuerst sehen. Schaut es euch an. Was seht ihr auf diesem Bild? Einen unglaublich stolzen Vater, welcher neben seiner Tochter steht, welche gerade ihren Abschluss bestanden bzw. absolviert hat. Was zu diesem Zeitpunkt, als dieses Bild geschossen wurde, aber niemand wusste und was wahrscheinlich auch viele heutzutage immer noch nicht wissen, wenn sie dieses Bild sehen, ist, dass es sich bei diesem Mann um einen der gefährlichsten und schrecklichsten Serienkiller der amerikanischen Geschichte handelt. Denn bei diesem Mann handelt es sich um Dennis Rader, oder auch bekannt als der BTK-Killer. Der BTK-Killer tötete 10 Menschen in einem Zeitraum von 25 Jahren. Yo, ich habe gerade in die Kamera geschaut, beziehungsweise unten in die Übertragung, und mir ist gerade aufgefallen, dass ich einfach immer noch Kopfhörer aufhabe. Ich habe vorher noch ein anderes Video abgedreht, wo wir auf Horrorfilme reagieren, und da hatte ich einfach noch Kopfhörer davon auf. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Also bitte hört auf, jetzt die ganze Zeit in die Kommentare zu schreiben: Dennis, warum hast du Kopfhörer auf? Ich hab vergessen, sie abzuziehen. Wie auch immer, machen wir weiter. Und das ist so krass, denn so viele Killer wirken in ihrem Umfeld so unscheinbar. Denn der BTK-Killer war unglaublich beliebt in der Gemeinde, wo er lebte. Er arbeitete und involvierte sich viel in der Stadt und hatte 2 Kinder, die ihn liebten. Und niemand wusste, dass dieser Mann ein unglaublich schrecklicher Killer war. Und zu diesem Zeitpunkt, wo man dieses Bild geschossen hat, hatte er bereits schon Leute auf dem Gewissen. Doch niemand wusste es, bis man ihn schlussendlich irgendwann festnehmen konnte. Für diese Geschichte müssen wir nach Kolumbien reisen. Nach Kolumbien im Jahr 1985. Denn in diesem Jahr gab es eine extrem heftige Eruption des Vulkans Nevado del Ruiz. Und die Eruption war so heftig, dass sich durch dieses ganze Vulkangestein und alles, was da rauskam, sich so eine extrem üble Masse entwickelt hatte, welche sich dann so durch die Gegend quasi so floss und schlierte. Und durch diese Eruption starben ganze 23.000 Menschen und 14 Dörfer wurden ebenfalls ausgelöscht. Und auf diesem Bild seht ihr eines der Opfer. Ein 13-jähriges Mädchen namens Omaira Sanchez Garzón. Und sie war ein 13-jähriges Mädchen, wie schon gesagt, aus Kolumbien, welche in dieser Matsch-Wasser-Konstellation für 3 Tage festsaß. Niemand fand sie, denn sie war unter ihrem Haus. Unter dem Haus festgesteckt, in dieser schleimigen, matschigen Substanz. Und ihr seht ihre dunklen, trüben Augen. Und man sagt, das kommt von dieser ganzen Vulkanluft, von diesem ganzen Schlamm und allem, was aus dem Vulkan rauskam und sich vermischt hat. Das hat dafür gesorgt, dass sie diese dunklen, schon fast dämonenartigen Augen bekam. Und nach ganzen 60 Stunden Leid starb sie. Und hat ebenfalls diese Eruption nicht überlebt. Eine sehr traurige und vor allem tragische Geschichte. Wenn man sich das Bild anschaut, merkt man schon direkt, dass da irgendetwas nicht stimmt. Doch die Geschichte dahinter ist noch viel schlimmer. Sehr schade und eine extrem traurige und tragische Geschichte. Und bei dieser Geschichte werde ich euch das Bild auch wieder zuerst zeigen. Schaut es euch an. Was bemerkt ihr auf dem Bild? Richtig, gar nichts. Denn es ist ein ganz normales Bild. Man sieht mehrere Menschen an einer Straße stehen. Ein Familienvater mit höchstwahrscheinlich seiner Tochter auf dem Rücken. Doch schaut euch mal das Auto an. Fällt euch bei diesem Auto etwas auf? Nein, mir auch nicht. Bis ich die Geschichte dahinter hörte. Denn was die meisten nicht wissen, wenn sie dieses Bild als allererstes anschauen,
ist, dass das Auto, welches man sieht, dieses orange-rote Auto neben dem Mann mit dem gelben Pulli, war vollgepackt mit explosiven Gegenständen. Denn es war eine Autobombe, welche nur kurze Zeit später, nachdem dieses Bild geschossen wurde, in die Luft ging. Und diese Autobombe tötete 29 Menschen und verwundete 220 weitere. Nachdem diese Autobombe in Nordirland platziert wurde, alarmierten die Täter die Polizei und am Telefon gaben sie aber falsche Angaben, sodass die ganzen Leute in Richtung der Autobombe geführt wurden durch die falschen Angaben. Und ihr Plan ging auf. Die Autobombe wurde gezündet und verletzte und tötete sehr viele Menschen. Eine unglaublich schreckliche Geschichte. Und wenn man sich das Bild anschaut, würde man niemals damit rechnen, dass nur kurze Zeit später ein grausames Chaos heraufbeschworen wurde. Grausam. Grausam, was auf dieser Welt passiert. Und ebenfalls ein Bild mit meiner Meinung nach einer sehr, sehr verstörenden Hintergrundgeschichte. Ja, meine Freunde, das waren wieder 5 Bilder mit verstörenden Hintergrundgeschichten. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr fandet es interessant. Lasst mich doch gerne wissen, ob ihr eines dieser Bilder schon kanntet, wenn ja, welches? Oder kanntet ihr alle dieser Bilder noch gar nicht und hättet euch niemals vorstellen können, dass solch grausame Geschichten hinter diesen Bildern stecken? Wie auch immer, wenn ihr einen weiteren Teil von Bildern mit verstörenden Hintergrundgeschichten wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt es mir unten in die Kommentare rein, dann weiß ich auch Bescheid. Und in dem Sinne, schön, dass ihr wieder am Start wart, Friends. Hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht, war auch wieder eine sehr interessante Folge. Meiner Meinung nach, die Bilder fand ich persönlich sehr passend für dieses Format. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für alles, ich liebe euch, danke für den ganzen Support. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.